Hallo ihr lieben Leser und Leserinnen der Drums und Percussion, und heute geht es weiter mit meinem Video-Workshop. Und zwar, mein Name ist Dirk Brandt und der Workshop heißt Easy Fills und Drum Charts lesen lernen. Heute haben wir uns dem Shuffle gewidmet, das heißt, wir lassen immer die zweite Triole weg und wir shuffeln uns so durch die ganzen Grooves und durch unseren neuen Chart durch. Ihr seht, ich habe meine Brille auf, das heißt, es geht ums Chartlesen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Um einen guten Einstieg in den Workshop zu bekommen, machen wir zunächst eine kleine Aufwärmübung. Wir spielen einen Takt Achteltriolen und im nächsten Takt gehen wir auf den Shuffle über. Das heißt, wir lassen immer die zweite triolische Achtel weg. Okay, das wäre dann so etwas. 1 Tata, 2 Tata, 3 Tata, 4 Tata. Ich denke, damit seid ihr ganz gut gewappnet für den Workshop und es geht direkt weiter mit unserem Fill Nummer 1. Und zwar habt ihr hier bei Nummer 1 eine viertaktige Phrase, das heißt, ich habe immer drei Takte Groove notiert und im vierten Takt passiert der Fill. Ganz wichtig, ich möchte euch jetzt noch einige Tipps an die Hand geben, wie ihr zum Beispiel einen anderen Handsatz verwenden könnt oder auch zum Beispiel im langsamen Tempo kann man ganz bequem alle Hi-Hats immer sehr gut durchspielen. Aber wenn ihr mal genau schaut, bei Nummer 1 im dritten Takt, wenn das dann schneller geht, dann hätten wir ja noch die auch noch auf die Halt und müssten direkt hier dann zum Stand-Tom wechseln, um mit der Snare diese Unisono-Figur, der letzte Takt wäre, um diesen Takt zu spielen. Und dann kann es manchmal ganz schön knifflig sein, wenn du vorher noch machst. In diesem Tempo geht das noch, aber wenn es wirklich hinterher schnell wird, dann kann das manchmal ganz schön hektisch sein. Und da ist mein Tipp für euch, lasst doch die letzte triolische Achtel einfach weg. Das heißt, ihr hört bei der auf und geht dann direkt zum Fill über schon. Ne? Das wird in einem so einem Drumchart wird das nicht unbedingt immer notiert, weil da geht es ja einfach nur darum, um euch einen Fahrplan an die Hand zu geben, wie denn dieser Drumchart oder dieser Drumfahrplan, wie heißt es, für euch ausgelegt ist. Und von daher mein Tipp, bei einigen Fills, man muss den Shuffle gar nicht immer durchspielen. Ganz ehrlich, das hört hinterher eh keiner. Wenn ihr also damit, wie gesagt, ein bisschen Probleme habt, lasst doch die letzte triolische Achtel einfach weg. Zum Beispiel im schnellen Tempo. Ich mache einen Takt vor. 1, 2, 3, 4, 4. Kann man ruhig machen und ist gar kein Problem und machen ganz viele, einfach um relaxed in den Fill hereinzugehen. Und das könnt ihr bei den verschiedensten Übungen dabei machen. Gehen wir mal bei Nummer 2. Bei Nummer 2 habe ich im ersten Takt auf der dritten triolischen Achtel auch noch eine Bassdrum notiert und danach in den folgenden, Grooves nicht. Die sollt ihr natürlich weiterspielen, kann man so auch spielen, gibt es auch häufig genug, aber ich würde sie durchspielen. Und dort ist auch noch so eine kleine Sache. Erstmal wiederum, dass man auf der 2 Stopp machen könnte mit dem Groove. Das heißt, man muss nicht unbedingt die 2 Tata spielen. Und bei der letzten Figur haben wir ja 3 Tata, 4 Tata, 1. Das heißt, ich würde mit links rauskommen. Kann man auch super üben. Ihr könnt aber auch einfach einen anderen Handsatz nehmen. Und zwar könnt ihr für diese drei triolischen Achtel einfach wählen 3. Und so habt ihr die rechte Hand wieder frei, um perfekt die 1 zu spielen. Ich mache das mal einmal vor. Und zwar spiele ich auch nur einen Takt wieder vorweg. 1, 2, 3, 4. So habt ihr eine ganze Menge Sachen umschifft und könnt euch bequem auf das Fill konzentrieren. Gehen wir mal weiter. Reihe Nummer 3 spiele ich mal einfach vor. 1, 2, 3, 4.
auch einfach ganz relaxed diesen Fill an euch heranlassen. So, in der Reihe Nummer 4, und zwar der letzte Takt ist als Fill. Und jetzt würde ich einfach den Handsatz einfach von der Trommel, auch wenn es komisch ist, aber wir sind alle Rechtshänder, ist eigentlich viel einfacher, dass ihr macht. Klar, diesen Fill kann man in einem wahnsinnigen Tempo vielleicht nicht mehr spielen, aber er kommt unheimlich häufig vor. So könnt ihr einfach spielen. Ich mache das mal wieder anhand eines Beispieltaktes. 1, 2, 3, 4. So seid ihr viel besser im Fluss bei der ganzen Geschichte. Der nächste Fill, das ist Nummer 5. Nummer 5 spiele ich auch wieder vor. Und zwar einen Takt, oh, wir machen mal die ganze Reihe. 1, 2, 3, 4. Weiter mit Nummer 6 und da würde ich ebenfalls am Ende den Handsatz rechts, links, links spielen bei der letzten Achteltriole. 1, 2, 3, 4. Hier habe ich gerade auch einfach die Einerzählweise gewählt. Das heißt, ich habe wirklich nur 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 und dann den vierten Takt gespielt, so dass ich einfach nicht die ganze Zeit 1, 2, 3, 4 zählen muss. Aber ganz wichtig, ihr müsst diese ganzen Sachen wirklich mal zählen, damit es auch für euch ja wirklich normal anfühlt, auch solche Sachen zu zählen. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, da mag man absolut geteilter Meinung drüber sein, aber ich finde, what you can't sing, that you can't play, oder auch was du nicht zählen kannst, kannst du nicht spielen, was du nicht singen kannst, kannst du nicht spielen. Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man darüber einfach einen Überblick hat. So, jetzt geht's nach Nummer 7. Bei Nummer 7 haben wir den Backbeat verlagert von der 2 und 4 auf die Zählzeit 3. Das heißt, wir haben so eine Art Halftime-Feeling, als ob der Takt halb so schnell ist. Okay. 1, 2, 3, 4, 4. Und zu guter Letzt Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 4. Auch hier könntet ihr, wie gerade gesehen, am Ende zum Beispiel wiederum die Version spielen, indem ihr den Handsatz auf rechts, links, links aufteilt und euch so viel einfacher wieder in den Chart hereinfindet. So, jetzt wundert ihr, Mensch, ja, wieso hast du das denn alles nicht notiert? Ganz einfach, wenn man euch einen Drumchart vorlegt, ist das in der Regel auch nicht notiert. Und ich möchte euch natürlich darauf praktisch mit euch, ich möchte mit euch darauf hinarbeiten, dass ihr in der Lage seid, dieses selber zu erkennen. Ganz wichtig, ein Drumchart ist immer nur eine mögliche Art und Weise, ein Fahrplan, wie ihr das Stück spielen könnt. Ich würde einen Drumchart nie als hundertprozentig ansehen. Natürlich in Bezug auf Pausen oder auf Unisono-Akzente, ja, ganz bestimmt. Aber auf den Grooves und eine Geschlossenheit und nicht, ganz häufig schreibt man das nicht dabei. Ihr werdet das jetzt gleich auch sehen. Ich spiele euch nochmal
das, was wir gerade gemacht haben mit der Basslinie in Tempo 90 vor und dann gleich auch nochmal den Chart ebenfalls in Tempo 90. Und zum Beispiel beim Chart habe ich am Anfang eine halboffene Hi-Hat gewählt. Dann habe ich hinterher, wie heißt es, noch einmal im C-Teil. Im C-Teil habe ich dann zum Beispiel beim zweiten Durchgang die Hi-Hat halb geöffnet. Und was man erwartet von euch eigentlich als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin ist, dass ihr euch selber in die Musik hereinversetzt und aus den gedruckten Noten Musik macht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, bitte schreibt mir und lasst es mich wissen. Und ganz wichtig, die Noten dazu gibt es natürlich in der aktuellen Drums und Percussion Juli, August 2022. Also ran an den Kiosk oder noch am besten abonniert die Drums und Percussion. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Easy Fills und Drum Charts lesen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer Dirk. Tschüss.